So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, den 8.12.2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und in diesem Zusammenhang natürlich eine Einschätzung der gestrigen Price Action liefern. Wir starteten schon sehr vielversprechend in den Handelstag und ja, die Bullen, die haben dann in den Abend hinein nochmal deutlich aufgedreht, besonders die US-Märkte. Das war der stärkste Tag tatsächlich seit März diesen Jahres, tatsächlich im Hinblick auf den Nasdaq, der, glaube ich weiß jetzt gar nicht, ob er es dann bis in den Abend hat hinein verteidigen können, aber zwischenzeitlich mehr als 3% tatsächlich im Plus lag. Ja, und so wie es derzeit ausschaut, ist es wohl dann doch dann der Jahres Abschlussbeginn, in Anführungsstrichen, der Beginn einer Jahresendrallye, die wir hier in diesem Zusammenhang eben jetzt potenziell eingeleitet sehen. Oder? Fragezeichen, denn das ist genau der Punkt an dieser Stelle. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt, ob ich das jetzt als den Startpunkt, also mittlerweile hin und her gerissen. Ich würde zwar einerseits mir wünschen, in Anführungsstrichen, dass es die Jahresendrallye ist, denn ich hatte ja schon seit geraumer Zeit eigentlich gesagt, man sollte sehr vorsichtig sein, auch im Hinblick jetzt auf den S&P. Wir handeln knapp 1% unterhalb der Allzeithochs und der Jahreshochs und wir haben durchaus noch einige Meter zu machen. Auf der Oberseite, wenn wir einen Bruch höher zu sehen bekommen, dann scheint eigentlich der nächste Halt erst im Bereich um 5000 Punkte einzuschätzen zu sein. Und das würde natürlich auch meine grundsätzliche Einschätzung bestätigen. Aber 100% überzeugt bin ich tatsächlich noch nicht, denn so ein bisschen bleiben leichte Zweifel, nachdem ich gestern im Einzeltitelbereich zum Beispiel bei Intel oder auch bei Barber, also Barber ist jetzt ein Spezialfall, deswegen nehmen wir lieber mal Intel, da sieht man irgendwie eigentlich einen potenziell bullischen Treiber, auch im Gesamtumfeld, dann eigentlich super bullische Vorgaben und dass diese nicht umgesetzt werden können, ist so ein bisschen mit Fragezeichen zu versetzen, ob das nicht eventuell nur eine rein technische Reaktion war, die dann vielleicht jetzt früher oder später sich in einem entsprechend scharfen Flushout nochmal widerspiegelt. Wir werden heute auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Also grundsätzlich sind die bullischen Vorgaben unverkennbar. Auch der S&P, wie gesagt, mit Rückeroberung der 4650, 4660er Region innerhalb eines Handelstages zutiefst bullische Kerzen teilweise, die wir in einigen Charts, in einigen Liedern sehen. Nichtsdestotrotz so ein bisschen Restzweifel bleibt. Long ist eine gute Option aktuell, aber nichtsdestotrotz so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass da vielleicht noch was kommen könnte, sollten wir das auf jeden Fall. Wir blicken natürlich auch auf Gold. Gold driftet höher. Mal schauen, ob heute die Jols entsprechend eine Spekulation triggern, die vielleicht dann für einen Push zurück in Richtung und über die 1800er Marke führen. Da werfen wir einen Blick drauf. Chargepoint hatten wir gestern schon zum Thema gemacht. Heute holen wir Chargepoint natürlich nochmal auf den Schirm. Auch da eigentlich eine sehr, sehr günstige Guidance, sehr, sehr guter Revenue und EPS, also Gewinn pro Aktie bzw. Umsatz an dieser Stelle, Revenue. Gute Guidance, also starke Guidance auch fürs nächste Jahr und dennoch vorbörslich fast 3% jetzt im Minus. Ist nicht so optimistisch, ehrlich gesagt. Mal schauen, ob wir die 20 da halten können. Da werfen wir einen Blick drauf. Wie gesagt, Intel werfen wir einen Blick drauf. Wenn eine Korrektur im Markt kommt und die relative Schwäche gestern schon, könnte das auch in Intel ne, durchaus nochmal einen schärferen Push auf der Unterseite geben. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben auf jeden Fall einiges auf der Agenda, was wir uns anschauen wollen. Zunächst der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend hiervon mache man sich zunächst mit seinem persönlichen Risikoprofil vertraut. Dann kann man sich eine kostenlose Demo auf markets.com/de runterladen, findet man auch den vollständigen Risikohinweis natürlich, hat die Möglichkeit dann risikofrei zu testen und dann die Möglichkeit eben zu schauen, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Wie gesagt, alle Informationen rund zur Produktpalette, die auch über CFD, FX-Produkte hinausgehen, physische Aktien, ETFs beinhalten, findet man auf markets.com/de. Gerne auch Elena eine E-Mail schicken in dem Zusammenhang. Kontaktiert auch mich gerne, zum einen jetzt hier im Livestream mit euren Fragen zu betrachtenden Märkten, beziehungsweise schickt mir gerne eine E-Mail, jklatt@jk-trading.com oder geht auf meine Webseite jk-trading.com/forum. Da gibt es eine Trading-Chatbox, wo ihr euch entsprechend austauschen könnt, alle eure Fragen, Marktbetrachtung und dergleichen posten könnt. Discord-Community haben wir, Twitter haben wir. Ja, also Mittel und Wege zusammenzufinden, die gibt es auf jeden Fall. Hier ist einmal der Blick auf die MarketsX-Handelsplattform. Und ich schau mal kurz im Hintergrund, ob schon einige Fragen reingekommen sind, beziehungsweise stelle an der Stelle fest, ja, hier wird alles gut gestreamt, das ist schon mal sehr schön. Aber stelle gerade fest, ich hätte vielleicht auch noch hier einmal kurz Twitch unter anderem aufmachen sollen. Twitch, da stelle ich den Link einmal ein. Gestern gab es Internetschwierigkeiten, deswegen, ich mache das hier über den Kanal. Deswegen macht der Hinweis jetzt, wenn es über YouTube Schwierigkeiten gibt, dann relativ wenig Sinn.
Auch eine zutiefst interessante Entwicklung übrigens. Gestern bei meinem Internetprovider, ich stelle das mal ganz kurz hier ein, Twitch, hier ist noch der Kanal, da könnt ihr gerne, den könnt ihr auch gerne abonnieren, da werden alle Morning Meetings laufen da entsprechend ein. Ich habe dann gestern, nachdem mein Internet eben ausgefallen war, plötzlich von jetzt auf gleich, habe ich eben bei dem Provider angerufen und habe dann entsprechend eben den Fall geschildert und er sagte, ja, ich kann aber nicht feststellen, dass das sich in irgendeiner Form hier auf eine Großraumstörung oder sonst dergleichen bezieht. Ja, sage ich, okay, ja, ich kann Ihnen einen Techniker vorbeischicken. Ja, okay, am Donnerstag. Da musste ich kurz überlegen, da sage ich mir, wir haben Dienstag, das ist übermorgen. Ja, aber vorher habe ich leider keinen Termin frei. Okay, na gut, und dann sage ich, aber das sind ja jetzt 2 Tage, eventuell ist es ja nur eine kurzzeitige Schwankung, vielleicht gibt es da ja in irgendeiner Form zwischenzeitlich eine Lösung, die sich findet, auf welchen Grund auch immer, also Lösung, die sich findet, beziehungsweise das renkt sich von alleine wieder ein, und dann kommt der Herr hier vorbei, obwohl alles wieder in bester Ordnung ist. Ja, und dann, ja, es ist nicht schlimm, also okay, 20 Minuten später ging mein Internet wieder. Ja, das Ticket wurde dann natürlich auch gelöst währenddessen, wo ich mir auch dachte, also wenn das jetzt hier irgendwie online gelösbar war oder beziehungsweise auf Distanz, dann frage ich mich, warum ich da einen Techniker extra heranbestellen soll. Aber gut. Also, ja, das nur so eine kleine Anekdote. Mittlerweile funktioniert das Internet wieder, wie ihr sehen könnt. Das wird wieder alles ordnungsgemäß gestreamt. Ich hatte gestern auch noch die Aufzeichnung eingestellt gehabt. Ich hoffe, dass das nicht zu viele Unannehmlichkeiten für diejenigen, welchen Livestream-Beiwohner hier nach sich gezogen hat. Blick auf den DAX. Auf den wollen wir zunächst blicken. Wie gesagt, gestern sehr, sehr starker dynamischer Break höher, den wir hier zu sehen bekommen haben. Den hatten wir gestern hier schon zum Thema gemacht gehabt. Ich habe die Trendlinie, die gebrochen wurde, habe ich jetzt wieder herausgenommen. Ich habe auch entsprechend die Linie natürlich angepasst. Was ich gestern ehrlich gesprochen überraschend fand, war das erste Ziel um die 15.600er Region. Das hatten wir ja schon recht früh eigentlich abgelaufen gehabt, und zwar im Morning Meeting an dieser Stelle. Du nicht? So. Das hatten wir hier schon abgelaufen gehabt, hatten sogar uns oberhalb schon stabilisiert, konsolidierten im Bereich während des Morning Meetings um 15.700 Punkte. Ich hatte in dem Zusammenhang gesagt, naja, vielleicht eine Rückendigung, ein kleiner Bounce oder beziehungsweise ein kleiner Pull-In gegen den EMA 50 an dieser Stelle, der als Long-Trigger fungieren könnte, hat in dem Zusammenhang war es schon ein bisschen optimistisch, möchte man an der Stelle sagen, hier den Bereich so um 5,20, 5,50 vielleicht. Nichts dergleichen stattgefunden, Konsolidierung auf hohem Niveau, das war eine ultra starke Vorstellung über den gesamten europäischen Handel im Hinblick auch auf die US-Märkte. Diese enge Konsolidierung, da könnte, da, vielleicht hat der ein oder andere, also ich habe es nicht, aber zumindest mal sieht man das jetzt hier relativ schön sich herausbilden, also diese horizontale Konsolidierung, ein Breakout-Trade mit kleinem Risiko, 15.700 Punkte, Stop-Bereich 6,80, das sind 20 Punkte Range tatsächlich, also eine unglaublich enge Range, potenziell bullische Konsolidierung, dann auch entsprechender Breakout, der uns wirklich noch in Richtung der 77 bzw. 800er Region geführt hat. Also die 800er Region, die hatten wir sogar zum Xetra-Schluss, hatten wir die entsprechend angelaufen. Und ja, nunmehr ist eigentlich wenig überraschend, dass wir erstmal ein bisschen Verschnaufpause einlegen. Also ich sehe auch noch nicht zwangsläufig die Bäume in den Himmel wachsen und die Attacke auf die 16.000er Region, auch wenn die Tür dazu mindestens aufgestoßen ist. Besonders wenn man sich dieses Bild hier anschaut, wenn wir diese Inflection halten können, diesen Bereich hier um 15.750, rund gesprochen 15.700 vielleicht, wenn wir diesen Bereich halten können, gibt es wenig Gründe, nicht davon auszugehen, dass wir jetzt in den kommenden Tagen beziehungsweise dann in der nächsten Handelswoche die Attacke auf die 16.000er Region eben tatsächlich starten. Das gilt ganz besonders, wenn eben das gestern nicht nur ein bullischer Stint war in irgendeiner Form, der nicht nachhaltig war, sondern wirklich, wenn das eine nachhaltige und die Einleitung oder beziehungsweise das Einläuten der Jahresendrallye eben im US-amerikanischen Aktienbereich eben tatsächlich war, dann sehe ich keinen Grund, warum nicht auch der DAX entsprechend im Windschatten der US-Märkte auf neue Allzeithochs vielleicht sogar vorstoßen könnte, wobei das erste Zwischenziel um 16.000 Punkte liegt. Heute früh fiel mir dann auch ein, dass noch eine ganz wesentliche Betrachtung jetzt durchaus sinnvoll wird, beziehungsweise in den kommenden Tagen Sinn machen dürfte. Und zwar haben wir am, ich muss kurz rechnen, 17. ist es, also übermorgen, nächste Woche, also diese Woche Freitag und dann in einer Woche, nächste Woche Freitag, also haben wir den großen Verfall, den sogenannten Hexensabbat. Und demnach ist natürlich auch das Open Interest geschriebener Calls hier wieder von Interesse. Ich will das mal ganz kurz hier einfangen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, obwohl, naja, nicht wirklich, ehrlich gesagt, das ist von gestern. Also demnach ist das schon aussagekräftig.
Wir lassen mal ganz kurz hier zum Thema machen. Einmal hier die 15.600er Region und entsprechend eben hier diese zwei signifikanten Balken. Vielleicht macht es an der Stelle Sinn, mal auf letzte Woche Freitag zurückzugehen. Das ist erstaunlich. Das ist sehr erstaunlich. Also was mich gerade überrascht, ehrlich gesagt, ist, mit welcher, schau mal hier, 1.12., also das ist jetzt vor einer Woche, letzte Woche Mittwoch gewesen, seit Monatsbeginn, was ich irritierend oder irritierend bzw. interessant finde, ist, dass hier dieser rotfarbene Balken sich unwesentlich, tatsächlich unwesentlich verändert hat. Das ist deswegen brisant oder interessant, weil das nicht die Calls, sondern die Puts sind. Und wir haben letzte Woche, also hier am 1., haben wir doch deutlich eigentlich unterhalb von 15.600 Punkte gehandelt. Und also ganz kurz zur Erklärung, warum mich das jetzt gerade ein bisschen irritiert. Also, um was es sich hierbei handelt, sind geschriebene Puts, die dann einen sogenannten inneren Wert haben, wenn sie unterhalb des jeweiligen Basispreises liegen. Sprich also anders formuliert, wenn wir jetzt hier die 15.600 sehen, dann haben diese Option, also ich schreibe das mal ganz kurz auch hier drüber, Short Put, dann haben die keinen inneren Wert, solange wir oberhalb von 15,6 handeln. Also das bedeutet, derjenige, welcher dir diese Option verkauft, der vereinnahmt die Optionsprämie und behält die in just jenem Moment, wie wir eben einen Schlusskurs zu sehen bekommen, zum Verfall dann an der Stelle oberhalb von 15,6. Wenn wir unterhalb von 15,6 laufen, dann tritt in Anführungsstrichen der Versicherungsverleiher. Also das bedeutet etwas anders formuliert, diejenigen, welche Marktteilnehmer, die diese Puts hier entsprechend gekauft haben mit einem Basispreis 15.600, können oder haben das Recht an der Stelle dann den zugrunde liegenden Basiswert, also den DAX, zu 15.600 Punkten zu verkaufen, obwohl er beispielsweise bei 15.300 Punkten handelt. Und das ist jetzt deswegen interessant, weil gestern, also vorgestern, in Anführungsstrichen, so muss man das eher formulieren, vorgestern hatten wir deutlich unterhalb dieser 15.600er Marke notiert. Also, wir haben schon bereits hier ein erhöhtes Open Interest gesehen in just dem Bereich, wo wir hier um 15.200 Punkte gehandelt haben. Ne? Also, das ist der 1. Dezember hier. Also, seht ihr, wir pendeln zwischen 15.2 bis 15.480, 15.500. Seitwärtsbewegung, diese Konsolidierung, die wir zu sehen bekommen. Und dennoch handeln wir, und das zeigt hier das Verfallsdiagramm, zurückgehend bis zum 1. unterhalb von, oder beziehungsweise haben ein erhöhtes Open Interest auf die 15.600er Marke. Also da scheinen sich einige Marktteilnehmer doch sehr sicher gewesen zu sein, dass wir einen zeitnahen Push über die 15.600er Marke zu sehen bekommen. Also das ist durchaus erwähnenswert an dieser Stelle. Was das aber auch, naja gut, also das ist nur etwas, das mir jetzt gerade eben ins Auge gestochen ist. Was ich aber in dem Zusammenhang auf jeden Fall erwähnenswert finde, ist, dass wir hier zum einen eben ein wichtigen Support erkennen können. Also die 15.600er Marke, die ist nach unten jetzt eine unglaublich wichtige Unterstützungsmarke, die sich eben hier herauskristallisiert hat. Ergänzend dazu sind die blauen Balken, das sind wiederum die Short Calls, die potenziellen Treiber für die bullische Entwicklung gestern. Also das sind dann Absicherungsgeschäfte vielleicht sogar gewesen, die sich dort dann entsprechend herauskristallisiert haben. Denn, auch das können wir mal ganz kurz hier einzeichnen, sobald wir nämlich über die 15.6 brechen, das ist dann die blaufarbene Linie, die ich jetzt hier gleich zum Thema mache. Kurz noch einen Blick. So. Haben diese entsprechenden Absicherungsbedarf. Also das heißt, sobald wir über die 15.6 stoßen, knickt in Anführungsstrichen hier dieser rechte Ast nach unten ab. Und dadurch müssen diejenigen, welche Marktteilnehmer eben entsprechend dann den zugrunde liegenden Basiswert, also in dem Fall den DAX, den Future DAX, kaufen, um eben diesen nach unten abknickenden Ast abzusichern. Und das ist eben genau das, was gestern vielleicht diese Bewegung mit getrieben oder getragen hat. Und was jetzt interessant ist, dass das in dieser Betrachtung jedenfalls hier, also ganz besonders dieser blaufarbene Balken, der mit Abstand höchste
Balken ist. Also sprich anders formuliert, wir haben hier mehr als oder fast rund 20.000 Kontrakte auf dieses Niveau geschrieben, sowohl Calls als auch entsprechend Puts. Und in dem Zusammenhang ist es so, selbst auf die Rundenlevel hier, um die 16.600er Region, können wir daraus den Schluss ziehen, dass hier dieser Bereich überschaubar ausgehend vom Open Interest ist und demnach eben nicht so viel Widerstand sich auf der Oberseite zeigen dürfte. Also sobald der DAX einen starken Schluss sieht, jetzt oberhalb von 15.7 beziehungsweise vielleicht sogar von 15.800 Punkten, ist auch vielleicht schon in der zweiten Wochenhälfte jetzt damit darauf zu spekulieren, beziehungsweise erwartbar, dass wir bis in Richtung der 16.000er Region laufen. Vorausgesetzt natürlich, das übergeordnete Bild bleibt im Hinblick auf den DAX eben freundlich, beziehungsweise also in dem Zusammenhang die US-Märkte zeigen sich auch weiter unterstützend an dieser Stelle. Ja, das also im Hinblick auf den DAX. Mehr gibt's nicht zu sagen. Also bezogen aufs Trading, Verschnaufpause scheint nach solch einem Lauf wie gestern durchaus realistisch und das sollte man in Betracht ziehen. Hängt vieles davon ab, wie heute Nachmittag die US-Märkte reinkommen. Ich bin ungern short im aktuellen Umfeld. Ich glaube, dass wir wirklich hier, ich habe das gestern getwittert, glaube ich, will es mal ganz kurz zeigen. Das ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, letzte Woche noch, ich denke, wir sind in einem Bärmarken und dann kommt der Bull raus und sagt, nein, sind wir mit Sicherheit nicht. Und so ungefähr war gestern wahrscheinlich das Gesamtumfeld für die Bären und ich denke, das wird auch weiterhin so bleiben. Also sprich, anders formuliert, bildlich gesprochen, ich möchte an der Stelle nur ungern short sein, beziehungsweise wer sich short positioniert, der sollte an der Stelle eben mit aggressivem Stop-Management eben hier arbeiten und sollte in diesem Zusammenhang eben bei einem sich dann günstig zunächst initial entwickelnden Trade eben entsprechend aggressiv den Stop trailen, weil ich eben davon ausgehe, dass wir nicht so viel Potenzial auf der Unterseite haben und ein deutlicher Drop unter die 15.000er Marke sehr, sehr unwahrscheinlich eben tatsächlich anmutet. Ja, das also im Hinblick auf den DAX. Die Vorgaben hier seitens der US-Märkte, erwartbar weiter bullisch. Ich hatte ja durchaus ein bullisches Bild skizziert und wie gesagt, das ist jetzt potenziell eingetreten. Wir sind in Schlagdistanz hier zu den Allzeithochs, 4.700, können wir es da oben mal sehen, so 4.750 ungefähr. Eine unglaublich starke Bewegung, halten oberhalb und close gestern oberhalb von 4660 an der Stelle meiner persönlichen Einschätzung nach ein stark bullisches Signal. Das höchste der Gefühle, was ich mir hier vorstellen kann, ist, dass wir nochmal ein Überrollen sehen und nochmal diese Region um 660, 670 vielleicht anlaufen. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir relativ zügig wahrscheinlich uns in Richtung Allzeithoch und höher aufmachen dürften. Und weitere Aufschläge sind da durchaus erwartbar. Das gestrige Umfeld, also diese anziehenden Notierungen, sind korrespondierten auch mit anziehenden Zinsen, also 10-jährige US-Zinsen, hier haben wir die mal, haben nach ihrem, ich nenne sie mal Risk-Off-Umfeld, beziehungsweise das fing ja ganz besonders sich beschleunigend an, schon so, hier, das ist also 5-Minuten-Basis im Zoom, das fing ja schon an über Thanksgiving, beziehungsweise dann Black Friday, mit dem Auftreten dieser Omikron-Variante und der infolgedessen eben Risikoaversion, die in den Markt kam, die sich auch bemerkbar machte, zum Beispiel im VIX, den haben wir hier, wo wir ja entsprechend diese Spikes auf der Oberseite gesehen haben, beziehungsweise dieses Gap-Up hier und wo wir dann zeitweise sogar oberhalb von 30 Punkten eben notierten und sogar schlossen. Ein regelrechter Kollaps, den wir jetzt zu sehen bekommen. Ich persönlich, wenn ihr euch ein bisschen historisch, also wenn wir es chronologisch aufbereiten, hatte diesen Spritzer auf die 30 oder über die 30 ja schon gemeinhin als potenzielle Übertreibung gesehen, hätte nur gedacht, dass das ein bisschen schneller sich abbaut, aber unterm Strich kommt es beides auf dasselbe hinaus. Ich hatte das, ich müsste in den Tweet nochmal raussuchen, aber ich würde mal sagen, das war zu Black Friday oder dem Wochenende darauf daran anknüpfen, also die ganze letzte Woche zurück, vor anderthalb Wochen ungefähr, hatte ich gesagt gehabt, ich gehe davon aus, dass wir diesen Spike sehen und dann im Zusammenhang mit einer Jahresendrallye eben entsprechend hier wieder relativ zügig in Folge, nämlich dann dieses dünnen Umfeld ist ganz besonders, so hatte ich das argumentiert gehabt. Das konnte man hier aber nicht mehr argumentieren, logischerweise, weil das natürlich dann Post-Thanksgiving war, das war Haupthandelswoche letzte Woche, da gab es keine Unterbrechung oder dergleichen, da war entsprechend ausreichend Liquidität da. Aber unterm Strich
ist das Bild identisch. Also sprich, wir sehen den Spike über die 30 und sehen jetzt den Abverkauf wieder, weil sich eben herauskristallisiert, dass potenziell diese Omikron-Variante nicht so dramatisch ist, beziehungsweise parallel dazu auch aktuell selbst anziehende Inflationserwartungen nicht zwangsläufig dazu führen dürften, dass die Fed ganz besonders sich geldpolitisch restriktiver eben tatsächlich präsentiert. Und das, wie gesagt, spiegelt sich auch hier in den Zinsen dahingehend wieder, dass wir zwar eine Gegenbewegung sehen, ja, dass wir hier zwar eine Gegenbewegung zu sehen bekommen, die uns zurück über 1,4% führt, wiederum die erwartbar, nicht erwartbar, sondern die natürlich dann wiederum zeigt, wie stark im übertragenen Sinne eigentlich die gestrige Vorstellung im Tech-Bereich auch war, dass trotz anziehender Zinsen, vielleicht begünstigt durch dann auch die Erwartung, dass doch die Inflation höher jetzt besonders in den Wochenschluss hinein als erwartet ausgegeben wird. Das wäre so meine Interpretation. Und entsprechend die Marktteilnehmer hierfür sich kompensiert sehen wollen. Aber dass wir trotz dieser Erwartungshaltung eben seitens der Equity-Märkte das zumindest aktuell noch komplett abschütteln können. Und also das bedeutet unterm Strich, das, was wir gestern hier zu sehen bekommen haben, im Gesamtkontext ist eigentlich ein ganz klar bullisches Signal. Das sollte man so interpretieren. Und das ist, wie gesagt, auch gut zeitnah neue Allzeithochs eben markiert zu sehen. Und dann entsprechend eben mal gucken, ob es die 5.000 wird, aber uns nochmal ein bisschen gefilde um 4.900 Punkte vielleicht sogar vorstoßen zu lassen in den Jahresschluss hinein und diese Aufwärtssequenz eben entsprechend vorzuschreiben. Also du möchtest in diesem Zusammenhang, möchtest du aktuell nicht short sein, wobei nichtsdestotrotz so ein bisschen im Hinterkopf mitschwingt, also wir haben gestern sicherlich gesehen, auch die Big Tech Names, also Apple ganz besonders mit neuen Allzeithochs, wir haben Amazon gesehen, hier drunter gleich, auch im Fangman-Kartell, sicherlich noch deutlich unterhalb der Allzeithochs, aber nichtsdestotrotz in Schlagdistanz, also knapp unterhalb. Wir handeln bei rund 3.500 US-Dollar die Aktie, Allzeithochs im Bereich um 3,750 Pi mal Daumen. Das sind also roundabout 250 Dollar unterhalb, etwa 5% unter den Allzeithochs. Wie gesagt, outstanding ist Apple in diesem Zusammenhang. Aber was mich, wie gesagt, so ein bisschen sorgenvoller drauf schauen lässt an dieser Stelle, so möchte ich es mal vielleicht bezeichnen, ist eben, dass ich mir schon so ein bisschen die Frage stelle, ob diejenigen welchen Namen, ich mache mal kurz Folgendes, mir fällt gerade was ein, das können wir noch ein bisschen unterstreichen vielleicht, ich muss mal gucken, ob wir, nee, hier habe ich das nicht abgelegt, einen kurzen Augenblick, wir gucken uns mal gestern das Volumen an, was gelaufen ist. Einen Moment. Na, sehr gut. Also das sind die sogenannten Volume Leader for the Day, die wir uns jetzt anschauen in Bezug auf die Einzeltitel. Kann man sich anschauen. Ich stelle das mal ganz kurz in die Chatbox. Für diejenigen, welche sich die Aufzeichnung anschauen, die können sich das unterhalb des Videos anschauen. Volume Leader auf Bar Chart. So, hier ist der Link. Also, was wir in dem Zusammenhang eben sehen können, ist Apple, aber beispielsweise eben auch Intel gestern, Nvidia hier in dem Zusammenhang. Das sind die Unternehmen, die gestern am meisten Volumen gedreht haben. Also Apple hier mit 120 Millionen Aktien, die umgegangen sind. Im Schnitt, müssen wir mal ganz kurz gucken, wie viel da umgehen. Das war auf jeden Fall größer. 1, das relative Volumen. Das war, so weit lehne ich mich aus dem Fenster. Wie viel war es? 1,4. Also normalerweise gehen da 84 Millionen Stücke um. In Bezug auf Intel, die gestern früh noch kein Thema waren übrigens, also auf Intel, da gucken wir gleich mal. So, was haben wir hier? Normalerweise 29,33 Millionen, gestern 91 Millionen Stücke gegangen. Hat in diesem Zusammenhang hier ein recht hohes Volumen eben nach sich gezogen. Das ist jetzt kein High-Beta-Stock, also nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, dass Intel diese starken Intraday-Schwankungen als Tech-Gigant eben gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz ist das durchaus etwas, wo ich mir schon gestern so ein bisschen die Frage stellte, ist das wirklich der breite Markt an der Stelle, der das wirklich mitträgt? Oder ist das nicht eher so eine vielleicht technische Reaktion, die wir jetzt zu sehen bekommen? Also Titel wie beispielsweise Roku gestern oder eben auch, mal ganz kurz gucken, habe ich die anderen hier noch?
ARK Innovation ETF gestern, nehmen wir den mal als übergeordnet, ausgehend von diesen diversen Tech-Titeln. Der hat ja massive Abschläge gesehen und gestern über 5% zugelegt. Natürlich getragen durch Tesla und entsprechend die Aufschläge, die wir dort gesehen haben. Also auch Tesla hat sich gestern bullish präsentiert mit über 4%. Aber es sind eben auch andere Titel in dem Zusammenhang, die da eine Rolle spielen. Roku, Coinbase und so weiter und so fort. Und die in der jüngeren Vergangenheit, diese Tech-Titel, die eben sehr, sehr stark unter Druck geraten sind und wo ich mir dann schon ein bisschen so die Frage stellte, wird das wirklich durch den breiten Markt hier mitgetragen oder könnte da nicht durchaus zeitnah auch nochmal das Risiko bestehen, dass wir nochmal einen Leg-Down zu sehen bekommen? Ich habe das, da ich gestern Intel verstärkt auf dem Schirm hatte, habe das so ein bisschen daran festgemacht. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich will nicht zu skeptisch sein. Ehrlich gesagt, das hindert einen natürlich, das dann auch aggressiv zu spielen, was wir gerade hier an Bullishness im breiten Markt zu sehen bekommen. Aber es lässt sich auf jeden Fall an der Stelle, lässt sich das nicht leugnen. Also ich will das mal ganz kurz hier nochmal auf den Schirm holen, wovon ich spreche. Also Intel war gestern früh bei mir noch kein Thema. Wurde dann aber ein Thema, denn Intel poppte in meiner Liste relativ weit oben auf mit einem Gap von über 8% und schon über 2,7 Millionen Stücken, die wir da an der Vorbörse gehandelt haben. Also das war schon um 14.18 Uhr, da kann man es sehen. Also das heißt noch deutlich vor einer Stunde, da hatten wir schon 10% des durchschnittlich gehandelten Volumens hier in der Vorbörse gesehen. Und da ist Folgendes über die Ticker gelaufen, nämlich dass Intel plant, Mobileye public zu bringen. Also das heißt ein IPO hier, ein Börsengang eben vorbereitet an der Stelle von eben Mobileye in diesem Zusammenhang. Und ganz kurz zur Einführung, also es ist ein durchaus heißer Sektor, ne? Das sind selbstfahrende Autos an dieser Stelle, fortschrittliche Fahrassistenzsysteme, also das heißt, das ist ein potenzieller Zulieferer für diesen aktuell sehr, sehr heißen Bereich, eben autonomes Fahren, so in Anführungsstrichen Elektromobilität vielleicht auch in gewisser Form, wobei natürlich nicht so Zulieferer in Anführungsstrichen, wie beispielsweise ChargePoint, wo wir gleich einen Blick drauf werfen. Also eine durchaus heiße News. Das ist was, um was es hier hauptsächlich geht. Und die Aktie reagierte auch sehr stark bullisch darauf. Hatte, das will ich mal hier ganz kurz zeigen, in der jüngeren Vergangenheit eigentlich schon eine Bodenbildung vollzogen, nachdem wir hier grundsätzlich so in den letzten Monaten, möchte ich fast mal sagen, so seit April eigentlich eine Underperformance zum breiten Markt gesehen haben. Also Intel war sowieso noch nicht so der starke Kandidat, ist ein potenzieller sogenannter Laggard, also das heißt, hat durchaus Aufholpotenzial auf die jüngsten Abschläge. Wir haben in der Spitze hier bei $68 tatsächlich die Aktie notiert, das war noch Anfang April und sind jetzt in dem Bereich zeitweise unter 50 gedroppt, haben dieses psychologische Level zurückerobern können. Wir erinnern uns daran, ich hatte in diesem Zusammenhang hier als potenzielles Kursziel nach den enttäuschenden Earnings auch zum Beispiel diese Projektion, da kann man es noch sehen, eingezeichnet gehabt. Hier ist diese Range gewesen und dann war so ein bisschen die Frage, wenn wir aus der Range jetzt ausbrechen, wo ist ein potenzielles Kursziel? Das ist tatsächlich komplett abgelaufen worden. Jetzt haben wir da einen potenziellen Boden eben entsprechend gebildet und sind zurück infolge dieser News in diese Range gegappt. So, und daraus nehme ich dann jetzt, dass ich sage, naja, also in Summe muss ich ganz ehrlich gestehen, vielleicht war das jetzt eine Underperformance und Intel hat jetzt ein bisschen Aufholpotenzial und ich erwarte dann auf solch eine bullische News und auch auf so eine vorbörslich bullische Price Action mit diesem Gap Up, ich erwarte dann eigentlich, dass im Gesamtkontext auch die Aktie relativ deutlich anzieht. Und das ist gestern nicht eine Sekunde passiert. Also Intel hat die ganze Zeit underperformed. Hier, ich habe das dann auch gestern Abend eingefangen. Also das heißt, ich habe hier ein bullisches Bild skizziert gehabt. Ich hatte nicht annähernd in irgendeiner Aktie überhaupt einen Plan, gestern die Short-Seite zu spielen, sondern war in allen grundsätzlich bullisch. Und die zwei, die ich mir ausgesucht hatte, gestern früh schon mit Alibaba, beziehungsweise dann eben auch mit Intel in der Vorbörse, die haben massiv enttäuscht. Also die haben überhaupt gar nicht hier in irgendeiner Form performt. Und das ist durchaus etwas, was ich natürlich jetzt so ein bisschen im Hinterkopf behalte. Denn wenn ich eine solche relative Schwäche sehe, jetzt mal übergeordnetes Bild, kommen wir jetzt mal von weg, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf den Einzeltiteln, auf einen eigentlich bullischen News in einem sehr bullischen Umfeld, an einem sich aufhellenden Marktumfeld nach den jüngsten Abschlägen. Und Intel underperformt derart, wie es hier passiert, wird gestern konsequent seit eigentlich dem Open verkauft. Wir haben natürlich deutlich dennoch im Plus geschlossen, also 3% Plus auf Intraday-Basis ist jetzt nicht klein zu reden natürlich. Aber wir müssen das immer sehen, das ist nur in Relation zum Schlusskurs. Wenn wir uns die Intraday-Price-Action anschauen, wir haben zwischenzeitlich 8% eben auf der Oberseite
im positiven Territorium gestanden und haben dann fortwährend ab 15.30 Uhr mit der Kasseeröffnung eben entsprechenden Abgabedruck gesehen. Schlicht gesprochen bedeutet das dabei also sell the news Event eben tatsächlich, was stattgefunden hat. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir schon in solch einem starken Umfeld, generellen Umfeld eben derart schwach performen, was passiert dann erstmal, wenn der Markt vielleicht kurzzeitig mal in eine Korrektur geht oder halt nur eine Verschnaufpause einsetzt, einleitet? Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich durchaus, sehe ich die Möglichkeit, dass wir dieses Gap, was gestern hier aufgetan wurde, dass wir dieses eben tatsächlich schließen. In dem Zusammenhang eben mindestens nochmal das untere Range Ende hier anlaufen, wo wir den Bereich so ungefähr um 51 sehen könnten. Also sprich etwas anders formuliert, sollte es jetzt hier in der Vorbörse, wir können mal kurz einen Blick drauf werfen, wo wir da derzeit stehen. Ja, also sollten wir es nicht schaffen, die 53, und das ist ungefähr der Bereich um die gestrigen Tiefs, sollten wir das nicht schaffen, diesen zurückzuerobern, sondern gleich von der Eröffnung Abgabedruck sehen, haben wir auf der Unterseite ein Level, wo wir dann auf der Unterseite ein Level mit der 52, dessen Bruch einen weiteren Abverkauf, Stichwort Gap Close, nach sich ziehen könnte. Und das Interessante im Hinblick jetzt auf Intel ist es an dieser Stelle, dass wir eine sehr liquide Aktie haben, sehr, sehr enge Spreads an der Stelle haben und das ist wichtig, auch eine relativ geringe ATR, die beträgt roundabout 1,30 bis 1,50 ungefähr. Also sprich, ich komme hier in einen Trade mit einem 20% ATR-Stop, zwischen 25, maximal 30 Cent Risk komme ich eigentlich in den Trade gut rein. Was wiederum im Umkehrschluss bedeutet, wenn ich es jetzt schaffe, entsprechend mich hier short zu positionieren, zum Beispiel mit dem Drop der gestrigen nachbörslichen Tiefs, die sich hier aus, oder na, nicht die Tiefs, sondern so ein Swing-Low, was sich hier ausgebildet hat unter der 52,50, wenn wir unterhalb dieses Levels eben in den Trade reinkommen, mit entsprechendem Erwartung, dass es eben zu einem Drop der 52 kommt. Wir haben ein klares Level, dessen Bruch wir sehen wollen. Und dann tatsächlich wir das Gap schließen bis 51, dann haben wir hier eine Chance an der Stelle von rund 1,50 Dollar auf der Unterseite. Bei einem maximalen Risiko von 30 Cent, was im Umkehrschluss ein CRV von 5:1 nach sich zieht. Also das heißt, trotz des übergeordneten bullischen Bildes habe ich hier einen potenziellen Kandidaten für einen Shortplay in Intel. Sollte man durchaus ein bisschen auf dem Schirm haben, wie gesagt, weil sich das auch gut von der Struktur her, also es ist nicht so ein High-Beta-Stock einfach an der Stelle, es läuft relativ smooth an der, in diesem Zusammenhang, wie gesagt, enge Spreads, hohe Liquidität, die da gegeben ist, das heißt also auch für die Kalkulation von Chance-Risiko-Verhältnissen ganz besonders attraktiv, sollte man durchaus heute auf dem Schirm haben. Zweiter Kandidat, mega enttäuschend, ehrlich gesagt, sind wir mal gespannt, wie sich das ausgeht. Ja, Inflection so potenziell vielleicht um 21 ist ChargePoint. ChargePoint, CHPT, also CHPT, hat sich jüngst schon schwach präsentiert, hat hier so eine austoppende Struktur gegen die 28 gehabt und seitdem bewegen wir uns eigentlich in einem Abwärtsmodus und haben jetzt hier auf der Unterseite so dieses psychologische Level um 20 Dollar im Zusammenhang natürlich mit der jüngsten Schwäche gerade so halten können. Jetzt eine schärfere Gegenbewegung gesehen. Jetzt würden wir allerdings erwarten, dass wir besonders auf die gestrigen Earnings uns stark präsentieren und gar nicht, überhaupt gar nicht. Also ich habe hier mal bei Yahoo Finance die Revenues eingefangen. Also wir haben gestern einen Verlust pro Aktie, sicherlich EPS von minus 21 Cent veröffentlicht gesehen, einen Umsatz von 65 Millionen. Erwartet wurde nur ein Verlust von 12 Cent, aber der Revenue hier von 63,49 Millionen, der ist auf jeden Fall übertroffen worden. Im Hinblick auf einen derart heißen Sektor aber und auf besonders einen Wachstumstitel sind allerdings diese Earnings und auch der Revenue an der Stelle nur sekundär von Interesse. Natürlich wollen wir da gerne Beats sehen, dass das Unternehmen wächst, aber was wir besonders eben uns hier in dem Zusammenhang anschauen, ist das, was die an Guidance für das dann in dem Fall kommende Quartal mindestens eher noch für das komplette Jahr 2022 ausgeben. Und da hat die Aktie überzeugen können. Also da hat man eine sehr, sehr günstige Guidance ausgegeben. Da hat man gesagt, hier Revenue fürs vierte Quartal zwischen 73 bis 78 Millionen. Aber viel interessanter ist dann eben, wenn man so selbstbewusst hier wie ChargePoint eben auftritt und dann die komplette 2022er Guidance ausgibt. Also sagt, wir haben diese Auftragslage, so und so stellt sich unsere Projektion dar. Und wir sind da auf einem guten Pfad und hat dann in diesem Zusammenhang diese von 2,25 bis 2,35 auf 2,35 bis 2,40 angehoben. Also das heißt an das obere Ende und oberhalb dieser schon ausgegebenen Guidance für das Jahr 2022 diese Projektion angepasst, also
und erweitert, erhöht. Und das ist eigentlich bullish. Also darauf reagierst du normalerweise, besonders auch im Gesamtkontext einfach. Nochmal, der Bias switcht so ein bisschen. Das ist gestern zwar nachbörslich gelaufen, aber normalerweise, besonders wenn sich dann eine solche günstige Guidance eben hier herauskristallisiert und wir insgesamt so eine Aufhellung im Bias der Marktteilnehmer sehen, dann erwartest du darauf einfach ein Gap-up. Also das heißt, da kommt Volumen rein, bereits nachbörslich und die Aktie wird eben oder sieht entsprechend eben Aufschläge. Ja, nicht so, ne? Also ganz im Gegenteil, wir sehen jetzt gerade, wir handeln deutlich unterhalb des Closes von gestern, das sind 70 Cent an der Stelle. Nur ganz kurz hier zum Pre-Market-Screener, da werfen wir kurz einen Blick mal drauf. Wo sind wir? Da, CHPT, das ist ein Laggard, also das heißt, sieht hier aktuell Abschläge, 30.000 Stücke bis jetzt gehandelt, also potenziell auch ein Kandidat, der heute heiß sein dürfte. Allerdings nicht wie erwartet auf der Long-Seite, sondern wahrscheinlich auch eher auf der Short-Seite. Aktuelles Gap von minus 3,17%. Noch nicht aussagekräftig, aber durchaus etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Sollten wir nämlich jetzt, ich gehe nochmal hier auf das Level, sollten wir nämlich in dem Zusammenhang hier ganz besonders diesen Bereich jetzt um die 21 ist wahrscheinlich die Inflection, sollten wir in den Bereich um 20 Dollar rutschen und dieses Niveau sogar unterschreiten, dann könnte es sein, dass wir nochmal einen stärkeren Drop zu sehen bekommen, der uns bis in Gefilde hier über kurz oder lang bis 18 Dollar eben führt. Oder alternativ, also aktuell zeichnet sich das zwar nicht ab, aber das ist auch eine Option. Ich würde gerne erstmal den Break und das Halten unterhalb von 20 zu sehen bekommen, als Bestätigung tatsächlich. Beziehungsweise, wenn ich einen guten Average bekomme, ein kurzer Pop und wir scheitern hier gegen die 21,50 und rollen über gegen diesen Bereich. Wir schaffen es also nicht, diesen 2-Tage-volumengewichteten Durchschnittspreis zum Beispiel zurückerobern und dergleichen. Da kriege ich hier vielleicht die Möglichkeit, eine erste Position aufzubauen und dann bei einem Drop und Halten unter der 20 nochmal hinzuzunehmen. Aber, und das ist auch etwas, das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, sehen wir solch einen Flush in Richtung 20, aber wir droppen nicht, sondern wir können dieses Level verteidigen, weil sich dann herauskristallisiert, dass das ein grundsätzlich sehr, sehr günstiges Umfeld jetzt ist, in den Jahresschluss hinein mindestens, beziehungsweise auch die entsprechende Guidance seitens des Unternehmens für das Jahr 2022. Dann könnte ich mir auch vorstellen, gegen diesen Bereich um 20, dieses psychologisch relevante Level, mich long zu positionieren. Also, das sollte man abwägen, je nachdem. Also, wir haben schon hier, man kann es ja erkennen, das war im März, beziehungsweise hier im April dann an der Stelle und Anfang Mai. Da hatte sich diese 20er-Region schon mehrfach deutlich herauskristallisiert als Unterstützung. Die sticht also heraus. Wir sind diesen Bereich zwar unterschritten, das war Anfang Oktober, aber haben diesen dann sehr deutlich zurückerobern können. Also das heißt, das ist aus rein psychologischer Sicht eben auch ein interessanter Bereich, der auch respektiert wird von mehreren Marktteilnehmern. Die Guidance ist solide, das übergeordnete Bild hält sich auf. Demnach, wenn wir in die Eröffnung flushen, die 20 aber halten können, da Käufer gegen dieses Level reinkommen, könnte das durchaus auch nicht nur heute, sondern auch vielleicht für die kommenden Tage ein interessanter Kandidat sein, der uns deutlich tief zurück über eben oder in Richtung der 25er-Region vielleicht führen könnte. Also eine Kernposition aufbauen, um die man dann im übertragenen Sinne herumhandelt an dieser Stelle und wo man die Kernposition eben plant zu halten für einen sehr tiefen Lauf zurück eben über das 20er-Level an dieser Stelle. Ja, also so viel zu ChargePoint an der Stelle. Durchaus ein interessanter Kandidat. Wie gesagt, ich stelle das heute Nachmittag hier in die Trading Community bei Discord ein. Ich werde mal kurz Folgendes machen. Einmal den Link hier einstellen. So. Zack. So. Und hier einmal der Link, Discord. So. Equities, Gold. Genau, ein Blick auf Gold, beziehungsweise danach werfen wir auch einen Blick auf Bitcoin. Setzt zurück in Richtung der 50.000er-Region, könnte technisch ganz interessant werden. Wie gesagt, mit Ausblick auf die heute um 16 Uhr anstehenden sogenannten JOLTS, Job Vacancies an dieser Stelle, die findet man hier bei Trading Economics. Hatte ich das gestern schon gesagt und das gilt es heute natürlich zu beobachten. Ob das einen Impuls gibt oder nicht, das müssen wir mal schauen. Also sind die Job Offers an der Stelle, also offenstehende Stellen. Wenn diese wieder aufdrehen, also wenn das zeigt, dass die Leute die offenen Stellen nicht in Anspruch nehmen, beziehungsweise Jobs belegen, Plätze in Anspruch, Arbeitsplätze eben nachfragen, sondern vielleicht dann an der Stelle so ein wie so ein Pokerspiel sich beginnt herauszukristallisieren, wo man dann eben sagt,
Ja, den Job würde ich zwar machen, aber nicht für das Gehalt. Also da musst du vielleicht nochmal ein paar US-Dollar an der Stelle eben oben drauflegen. Dann ist das durchaus etwas, was man auch potenziell als inflationstreibend eben sehen kann, was dann im gleichen Kontext, besonders in just jenem Moment, wo vielleicht nicht nur die Inflationserwartung beginnt anzusteigen, sondern zeitgleich auch die US-Zinsen, die 10-Jährige, wie wir es gerade hier eingefangen haben, beginnen zu steigen. Das ist eigentlich ein Umfeld, in dem Gold nicht erwartet wird, stark zu performen. Und dass Gold derart stark performt, zeigt vielleicht, man nimmt von Seiten des Marktes schon bereits vorweg, dass da ja der Inflationsdruck sich weiter auf der Oberseite zeigt und dass hier eine deutliche Beschleunigung im Hinblick auf die Inflationserwartung eben sich auf der Oberseite zeigt, während die Zinsen zwar anziehen, aber nicht so stark wie eben die Inflationserwartung. Und das ist durchaus etwas, was heute, allerspätestens dann am Freitag, also das heißt am 10., 12. Im Hinblick eben auf die Inflationszahlen, die dort dann entsprechend anstehen, beginnt eine Rolle zu spielen. Vielleicht sieht man hier im Hinblick auf Gold, auf die jüngste Price Action, ich will sie nicht überinterpretieren, weil es doch ein sehr, sehr choppiges Treiben aktuell ist, aber so in gewisser Form, man sieht einen leichten Drive auf der Oberseite. Ich glaube, das ist durchaus erkennbar. Wir haben gestern kurzzeitig einen Flush gesehen, erneut interessanterweise gegen so ungefähr 14:30 Uhr. Das ist jetzt in der jüngeren Vergangenheit schon häufiger aufgetreten. Wo auch immer der herkommen mag. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, bei den massiven Manipulationen seitens der Papiergoldbetreiber, so nenne ich sie mal, Bullion Banks und dergleichen. Es fällt einem schwer, da und nicht irgendwie eine Manipulation zu erwarten oder zu sehen. Das ist, wie gesagt, schon häufiger jetzt in der jüngeren Vergangenheit hat das stattgefunden. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil 14:30 Uhr auch einige wichtige News natürlich in diesem Zusammenhang veröffentlicht werden. Also das heißt, dadurch könnte natürlich auch eine entsprechende Antizipation vielleicht stattfinden. Wie auch immer man diesen Flush eben hier interpretiert, Fakt ist, dass wir diesen haben zurückkaufen können und oberhalb auch dessen schließen konnten. Und uns jetzt wieder in den Bereich bis 1800 US-Dollar pro Fein uns ja eben hangeln. Und wie gesagt, ich will das derzeit noch nicht überbewerten, aber vielleicht ist kurzfristig der Boden drin, solange wir uns oberhalb von 1780 US-Dollar eben halten können und allerspätestens, wenn wir bei 1810 schließen. Und in Verbindung dann mit der ab der zweiten Dezemberhälfte beginnenden bullischen Saisonalität in Gold könnte Gold ein interessanter Kandidat sein, nochmal für einen Run auf der Oberseite. Also einen bullischen Jahresausklang. Ganz besonders nicht nur kurzfristig oberhalb von 810, sondern ganz besonders, wenn wir dann schlussendlich übergeordnet oberhalb von 1830, wo Stellar Profile uns eben in der Lage sind zu schließen, dann könnte nochmal die 870 und darüber die 900er Region in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Also in den kommenden Wochen ist es an dieser Stelle. Trading-technisch vielleicht Bitcoin etwas interessanter. Auch hier nehme ich mal übrigens diese Ellipse kurz raus, dann kann man das alles ein bisschen klarer erkennen. Also hier hatten wir zum einen diese Unterstützungsregion, deren Unterschreiten dann übers Wochenende vielleicht auch diesen Flashout, diesen Flashcrash und diese Abverkäufe bis in Gefilde hier um 40.000 Dollar nach sich gezogen haben. Wir haben zwischenzeitlich eben jetzt einen Lauf zurück in Richtung und über die 50.000er Marke zu sehen bekommen. Und so, jetzt nunmehr, wir machen kurz was anderes. Ich mache mal den Bitcoin-Chart hier auf, ganz kurz. So, Stunde. So. Also, dieser Bereich hier um 49.700 ungefähr, also wir handeln jetzt roundabout 500, $600 oberhalb dieser Niveaus, ist für mich weiterhin eine ganz relevante Region. Ich hatte gestern schon gesagt, ein Rücksetzer gegen diesen Bereich möchte ich gerne long mich positionieren, beziehungsweise es hängt so ein bisschen davon ab, sehen wir jetzt wirklich den Flush in diesem Bereich oder können wir bereits oberhalb konsolidieren? Auch das wäre ein bullisches Signal. Also, wenn wir gar nicht erst den Peaks kurz unter die 50 zu sehen bekommen, sondern hier zurückzügig über die 50.700 laufen und uns auch oberhalb stabilisieren können, also so ein Zwischenhoch, das kann man ja hier erkennen, was sich hier herauskristallisiert hat. Also, das hier oben links ist der 5-Minuten-Chart. Wenn wir diese Region um 50,7 rausnehmen, ich glaube, dann haben wir an der Stelle gar nicht mehr so viel Potenzial. Also dann gibt es diesen Rücksetzer vielleicht auch gar nicht mehr in Richtung der 49.700er Region. Und wir haben auch ein klares Level, gegen das wir riskieren können. Also tatsächlich die psychologisch relevante 50.000er Region. Also wir kommen hier mit einem relativ kleinen Risk rein in den Trade und würden dann darauf abzielen, dass es eben zügig wieder zu einem Lauf in Richtung der 51.852er Region kommt. Haben das Risiko dann verdient.
können den Stop vielleicht sogar schon auf Break-Even trailen und haben dann an der Stelle eben von dort diese Driver-Seat-Perspektive, wo wir dann sagen können, okay, jetzt haben wir als nächstes Ziel auf der Oberseite zunächst einmal diese Region hier, 53,5, dann das letzte relative Tief, dann ist es die 55, 600er Region ungefähr wahrscheinlich. Ja, 56er Region ist es hier. Und die wirkliche Aufhellung des charttechnischen Bildes, die findet tatsächlich erst statt, wenn wir hier die 59.560.000 zurückerobern. Wir haben allerdings durch den Entry, diesen aggressiven, den wir hier in diesem Bereich wählen, dann entsprechend natürlich schon die Möglichkeit, um eine Kernposition eventuell herumzuhandeln. Also sprich, wir bauen hier eine Kernposition auf, die wir halten. In Erwartung, dass es das auf der Unterseite war, dass wir den Rücklauf in Richtung und über die 60.000 zu sehen bekommen, würden aber zum Beispiel gegen solche Niveaus teilweise was rausnehmen, kurzen Bounce abwarten auf ehemalige Hochs, die dann charttechnisch relevante Unterstützungsniveaus eben in der Lage sind zu verteidigen, wieder hinzunehmen und würden dann im Grunde genommen so versuchen, schrittweise einen Cashflow zu generieren, um diese Kernposition, die darauf abzielt, bei solchem Halten hier der 49.500er Region eben einen Run zurück in Richtung und über die 60.000er zu sehen zu bekommen. Ja, also das ist das Bild, was ich hier gerade in diesem Zusammenhang für Bitcoin skizzieren würde. Ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox, einen Augenblick, ob hier irgendwelche Fragen aufgekommen sind, die ich bis jetzt noch nicht beantwortet habe. Euro, US-Dollar und Öl. Das können wir natürlich machen. Also, zum einen Euro, US-Dollar. Einen Moment, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier. Sehr schön. So, also, Euro, US-Dollar. Zunächst sieht es erstmal so aus, als wenn wir jetzt die 1,12 halten können. Wir haben ja schon einiges an zunehmender Volatilität zu sehen bekommen. Hier jüngst auch ganz besonders durch eben diesen Flash-Out-Moment dort am 30. November. Ich muss mal kurz jetzt überlegen, da bin ich das zeitlich zusammengekommen, aber ich glaube, das war genau der Tag, als der Herr Powell sich vom US-Kongress, der Ad hoc, glaube ich, präsentiert hatte. Das war letzte Woche Dienstag, kommt das hin? Gestern? 31. Ja, 30. November, klar. Ja, 30. November, das passt. Also, von diesen Abschlägen hat sich Euro-US-Dollar jetzt aktuell oder beginnt sich so ein bisschen zu erholen. Ja, wir sahen einen kurzen Bounce, haben auf diese Übertreibung jetzt nochmal einen Retest gesehen. Gestern kurzzeitiges Unterschreiten dieser Region, dieser Übertreibung. Also hier oben kann man das auf der Stunde vielleicht noch ein bisschen besser erkennen. Da sehen wir einen kurzen Flashout und jetzt eine sehr starke Gegenbewegung an dieser Stelle, die auch beginnt zu korrespondieren. Vielleicht mit einem Bruch dieser übergeordneten Abwärtstrendlinie, die sich hier herauskristallisiert hat. In Verbindung jetzt mit dem Jahresschluss, den wir zu sehen bekommen. Also wir bewegen uns mit Riesenschritten darauf, eigentlich, dass das Marktumfeld massiv ausdünnt und dass es hier keine größeren Impulse mehr tatsächlich dann gibt vom Weihnachtsfest. Ist es so, dass ich jetzt mehr und mehr beginnen würde, diese bekannte bullische Saisonalität, in dem Fall vom Euro gegenüber dem US-Dollar oder bärische Saisonalität, so muss man es eventuell eher formulieren, des US-Dollars hier, die sich jetzt abzeichnet, eben wie gesagt durch diese Kapitalumschichtungen beziehungsweise durch diese Steuerkomponente oder diese Steuerbetrachtung in Anführungsstrichen von US-amerikanischen Unternehmen, die zwecks Steuerersparnissen eben hier den US-Dollar in den Jahresschluss hinein verkaufen. Sehe ich mehr und mehr verstärkt eine Rolle zu spielen. Und die Charttechnik, beziehungsweise also das charttechnische Bild, dieser kurze Flashout hier, das kurze Unterschreiten dieser Übertreibungstiefs und dann diese scharfe Gegenbewegung, das unterstreicht meiner Einschätzung nach, dass kurzfristig hier wahrscheinlich der Boden drin sein dürfte. Und solange wir uns jetzt in der Lage sind, auch hier oberhalb von 1270, beziehungsweise auch ganz besonders hier vielleicht dann ganz konkret gefasst 1230, 1220 eben zu stabilisieren, sehe ich vielleicht jetzt kurzfristig jedenfalls eine Bullishness mit einer Rückeroberung und Halten der 1,13, dann auch vielleicht einen tieferen Rücklauf, der uns bis in Gefilde und bis 1,14, vielleicht sogar ein bisschen höher, bis in Richtung der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung führen könnte. Das könnte besonders dann getragen werden, wenn jetzt überraschenderweise nächste Woche ganz besonders seitens der Fed ein eher geldpolitisch expansiver Kurs doch nochmal kommuniziert wird. Denn diese Reaktion hier ganz besonders,
Das war eben, Inflation is not transitory. Ja? Oder man würde diesen vorübergehenden Aspekt jetzt hier rausstreichen aus der aktuellen Kommunikation, aus der Erwartungshaltung. Man sieht eher einen längerfristigen, permanenten, anziehenden Inflationsdruck hier durch die jüngsten, nicht nur expansiven Maßnahmen seitens der Fed, sondern in Ergänzung hierzu auch entsprechende Lieferengpässe und so weiter, die man eben hat verzeichnen können. Der Markt hat jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich eher eine hawkischere Haltung seitens der Fed erwartet. Also zumindest mal, wenn man sich jetzt wiederum das Bild in Zinsen anschaut, dann sieht das eher anders aus. Wobei diese Entwicklung wiederum im US-Zins darauf zurückzuführen ist, durch die jüngste Risikoaversion, mit Sicherheit diese Omikron-Variante, kam der Fed vielleicht ganz gelegen, um da nicht, um den Bluff in Anführungsstrichen durchzuziehen. Denn man darf da durchaus vom Bluff sprechen. Man darf oder sollte nicht davon ausgehen, dass die Fed auch nur ansatzweise ein Interesse daran hat, einen geldpolitisch restriktiveren Kurs zu fahren. Bedeutet etwas konkreter gesprochen im Gesamtkontext, zeigt da, oder ist das eher unterstreichend dafür, dass man US-Dollar-Schwäche erwarten sollte durch einen entsprechend eher expansiveren Kurs, den die Fed nächste Woche kommunizieren wird. Sprich, was dann in dieser Konstellation eben eher den deutlichen Lauf zurück über die 1,13 im Euro-US-Dollar nach sich ziehen dürfte. Und das gilt besonders, solange wir oberhalb eben gestern dieser Tiefs hier handeln, beziehungsweise jetzt in der Lage sind, diese Trendlinie eben tatsächlich zu halten, beziehungsweise mal mit einem runden Level gesprochen, die 1,13er-Marke. Das also zum Euro, US-Dollar und dann noch eine Frage zum Öl. Mal gucken. Da ist Spot Crude. Öl hat gestern auch einen sehr, sehr starken Lauf gesehen. Was dann auch zeigt, diese, nennen wir sie mal Omikron-Panik, ist nicht mehr Haupttreiber an der Stelle, sondern jetzt ist es eher so ein ja, potenzieller FOMO-Modus. Ja, so würde ich ihn bezeichnen. Also das heißt so eine Fear of Missing Out eventuell. Sehr, sehr starker Flushout auf der Unterseite. Und dann haben wir, das haben wir gestern, oder jetzt sind Tage eigentlich schon gesehen, eigentlich beginnend hier mit der 68. Ich hatte durchaus ja ein bullisches Bild skizziert gehabt. Also ich war nur ein bisschen früh an der Stelle. Also im Großen und Ganzen spielt sich das jetzt gerade so ein bisschen aus, was ich schon letzte Woche skizziert hatte, schon zu Wochenbeginn skizziert hatte im Hinblick auf meine Erwartungshaltung bezüglich Omikron und Co. Und eben dieses vielleicht bewusst herbeigeführten Panikmoduses, um diverse Nebelkerzen seitens der Politik zu zünden, aus welchen Gründen auch immer. Aber dass das eben tatsächlich aktuell beginnt, mehr und mehr eben sich zu verflüchtigen, diese Sorge. Und diese scharfe Gegenbewegung auch hier gegen diesen Bereich, um wie gesagt die 62er-Region mit diesem scharfen Push auf der Oberseite. Sobald wir über die 73 zurücklaufen und dieses Level halten können, sind, glaube ich, auch hier wieder ganz klar Long-Engagements oder weiterführende Long-Engagements das Gebot der Stunde. Sagt er, konsolidieren wir in diesem Bereich. Da gibt es ja vielleicht sogar eine Breakout-Überlegung, dass man sagt, man handelt den Bruch über die gestrigen Tageshochs, sofern sie sich herauskristallisieren. Das ist so Bereich 72,70 Long mit einem Stop unterhalb hier dieses Konsolidierungstiefs, das sich herauskristallisiert. Ist natürlich schon relativ breit, also beziehungsweise ein großes Risiko an der Stelle. Wir sind ungehebelt bei $1,70 pro Barrel, die wir hier riskieren an der Stelle. Ungehebelt. Ziel auf der Oberseite und das ist halt ein bisschen tricky, in Anführungsstrichen. Als erstes potenzielles Ziel würde ich die 75er-Region anstreben und da ist das CRV nicht ganz so attraktiv, ehrlich gesagt. Also wenn ich mit solch einem Risiko hier in den Trade reingehe, wie gesagt, $1,70 und auf der Oberseite auf eine Chance von roundabout 2,30, dann habe ich ein CRV von etwas besser als 1,5 zu 1. Das ist eigentlich zu wenig, also jedenfalls für meine, nach meinem Eindruck an der Stelle. Nichtsdestotrotz könnte man das eventuell mit der Intention aufbauen, also solche Positionen könnte man vielleicht aufbauen. Kann man auch sehen, das ist eine potenzielle Kreuz. Widerstandsregion, die sich da herauskristallisiert, also diese Abwärtstrendlinie zunächst. Also dürfen wir vielleicht sogar davon ausgehen, dass die härtere Widerstandsregion ist. Dann wiederum stellt sich allerdings hier die Möglichkeit, als möglich, oder es wäre denkbar, folgendes Szenario zu skizzieren, dass man sagt, man baut hier eine Position auf, in Erwartung, dass diese Trendlinie gehalten werden kann und dass die 75 gebrochen werden kann. Dass es zu einem vielleicht ähnlichen bullischen Breakout kommt, wie zum Beispiel gestern in Equities, besonders im DAX.
dass wir gar nicht die 75 hier dann anvisieren, sondern vielleicht sogar die 78 anvisieren. Ja? Müsste man schauen an dieser Stelle, wie gesagt, wenn man mit zwei Kontrakten an der Stelle arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich einen Teil rausnehmen. Also die erste Hälfte würde ich rausnehmen mit einem Test der 75 und die andere mit einem Stop-Break-Even dann vielleicht halten, mit Spekulation, dass es zu einem Break höher kommt. Und würde hier so eine Implied-Odds-Geschichte eben spielen, weil ich weiterhin grundsätzlich allerdings oder davon ausgehe, dass, wie gesagt, diese Omikron-Varianten sich verflüchtigen und dann eher Öl natürlich, eher weitere bullische Aufschläge sehen sollte und dass die Inflationserwartung hier auch durch einen weiter anziehenden Energiepreis beziehungsweise in dem Fall Ölpreis eben getriggert wird. Ja, können wir tatsächlich machen. Fabio fragt in Bezug auf, was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, okay. Ob wir eine Betrachtung fürs Open Interest für den S&P mal machen können, anknüpfend an das, was wir hier für den DAX gemacht haben, können wir tatsächlich, den Link stelle ich mal hier ein, CMEOI, wobei OI für Open Interest steht. So, muss man allerdings ein bisschen umstellen, so will ich es mal formulieren. So, kurz einen Augenblick, ich gucke mal eben ganz kurz hier. Na? So, also, wir haben einmal das Open Interest. Nein, ich habe Mist gebaut. Das ist natürlich Quatsch. Das ist jetzt hier der Euro. Wir brauchen da oben einmal Equity Indices. Dann brauchen wir den E-Mini S&P AS. Und dann sollte jetzt eigentlich gleich hier die Webseite aufgehen mit dem Open Interest. Und jetzt passen wir das mal ganz kurz an. Und zwar, dass wir nicht das Max OI drin haben. Dann haben wir einen besseren Ausschnitt, dann ist das ein bisschen übersichtlicher an dieser Stelle. So. Wenig überraschend. Mal gucken. Also, die verfallen, ich gucke mal ganz kurz. Einen Moment. Müsste nächste Woche verfallen, oder? Expirations. 17. Dezember. Genau, ja, nächste Woche. Also nächste Woche Freitag. Triple Witching ist dann auch im S&P. Oder Quad Witching, glaube ich sogar. Und ganz interessant hier in diesem Zusammenhang, die 4700er Marke, da kann man das erkennen. Das ist das aktuell definitiv höchste Open Interest geschriebener Calls, also es ist blau eingefangen, auf die 4700er Marke, bedeutet etwas konkreter gefasst, wenn wir jetzt auf der Oberseite ein bullisches Szenario skizzieren, muss uns klar sein, dass es ein erhöhtes Interesse gibt, DAX jetzt in Richtung 15,7 unterwegs, also das ist jetzt die Korrekturbewegung, die sieht zwar jetzt intraday ein bisschen hässlich aus, aber übergeordnet ist das noch nicht ganz so dramatisch. Also zurück zum S&P, wie gesagt, 4700er Marke, das sollte uns im Hinterkopf bleiben natürlich, dass sich hierdurch jetzt ein starker Widerstand dadurch ergibt, dass eben die Marktteilnehmer hier versuchen werden, den DAX unterhalb dieses Niveaus zu halten, um ihre Optionsposition im Gewinn verfallen zu sehen, also beziehungsweise, dass die wertlos verfallen gelassen wird, in Anführungsstrichen, und dann in dieser Konstellation eben hier die Optionsprämie zu vereinnahmen. Also man kann erkennen, die 4700er Marke sticht da heraus. Auf der Kehrseite kann man daraus schließen, das ist ein potenzielles Action-Level. Sobald die überschritten wird, durch welchen bullischen Trigger auch immer, und wir haben nächste Woche potenziell eine, also diese Woche eigentlich schon mit Inflationszahlen, aber auch nächste Woche mit der Fed-Sitzung am Mittwoch, wenn da eine überraschend doppische Haltung sich irgendwie herauskristallisiert, wäre jetzt sehr überraschend im Gesamtkontext, aber man soll es ein bisschen im Hinterkopf behalten, dann könnten wir einen Bruch zu sehen bekommen, der dann auch einen sehr stark bullischen Drive nach sich zieht. Also das heißt, dann könnten Absicherungsgeschäfte im Hinblick auf den nächste Woche Freitag anstehenden Verfall hier im S&P beginnen einzusetzen und das könnte dann eben stark weiter bullisch treibend wirken, welches uns recht zügig in Richtung der Allzeithochs und höher katapultieren dürfte. Also vielleicht ist das jetzt erstmal so ein Action-Killer kurzfristig, dass wir gegen diesen Bereich einen Widerstand sehen, aber auch nicht wirklich eine Willingness, einen schärferen Korrektur eben zu sehen. Also das heißt, wir dann jetzt in den nächsten Tagen eher so eine horizontale Enge, so ein enges Band beginnen auszubinden.
auszubilden und dass dann eben nächste Woche mit eben der Fed-Sitzung der Bruch initiiert wird über die 4.700er-Marke mit weiterem bullischem Potenzial in Richtung dann Allzeithochs und dergleichen, vorausgesetzt, er kommt. Das ist natürlich immer die Kernvoraussetzung an dieser Stelle. So, ja, das wäre es soweit meinerseits tatsächlich für heute dann erst einmal gewesen. Dann hoffe ich, wir müssen was mitnehmen können hier aus dem Morning Meeting. Abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir hören uns wieder morgen am Donnerstag dann, den 9. Dezember 2021, zum Morning Meeting. Wie gewohnt hier gemeinsam mit Markets. Wie gesagt, Fragen jederzeit gerne unterhalb auch des Videos stellen, beziehungsweise schaut auch hin, da stelle ich gleich die Links ein, die wir hier eingefangen haben bezüglich Open Interest und Co. Und wir hören uns morgen. Happy Trading. Pass auf, es tops auf. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.